bin der Wilfried Geiger, Gästeführer in Marburg und freue mich darauf, dich auf einen Rundgang durch unsere Altstadt zu begleiten. Ein Rundgang, der uns zu Ecken führt, die gar nicht so bekannt sind, aber die sich lohnt anzuschauen. Ja, wir stehen hier gerade vor dem Rathaus. Dort steht 1511 bis 1526 gebaut. Das wären ja 15 Jahre. Das stimmt gar nicht. Das war fast die Hälfte der Zeit Bauruine. Man war sich schlechthin über die Finanzierung nicht mehr einig geworden. Geplant hatte das die Oberschicht, die Reichen, die Kaufleute, und zahlen sollten es alle. Die haben dann irgendwann gestreikt. Ja, und hier sind wir am Heumarkt. Und wenn ihr mal genauer hinschaut, ich sehe hier gerade so schön ein Gebäude vor mir, was hier dort beschrieben steht. Am Berge geborgen, so steht dieses Haus. Der Sturm und die Sorgen ziehen hoch drüber hinaus. Ja, ich habe dir ja versprochen, dass wir auch im Rundgang verborgene Ecken kennenlernen möchten. Werft mal einen Blick da rein, ist das nicht goldig? Hier ein Sommermotiv. Es gibt natürlich viele Motive. Die Familie Bamberger, die das so liebevoll gestaltet hat, ein älteres Ehepaar, die gestaltet das auch mehrfach im Jahr um. Wir dürfen mal einen kleinen Blick in seine Werkstatt werfen, wo das Ganze gebastelt wird. Und noch einen Blick weiter hinter diesem Haus, hier mitten in der Altstadt, verbirgt sich ein kleiner Garten. Ich glaube, es ist der schönste Garten in Marburg. Ja, hier sind wir. Ich hätte bald gesagt, im Allerheiligsten, schaut mal diese wunderschönen Modelle, und ich bin sicher, da sind doch nicht mal alle hier. Man kann sich eigentlich gar nicht satt sehen. Ja, das ist hier der angekündigte kleinste Garten in der Oberstadt. Schaut mal, nicht nur das, was wir eben gesehen haben, die Modelle, hier ist auch jede Blume fast schon ein Kleinod. Diese Gasse hier, die hat nämlich einen ulkigen Namen. Die heißt Speckkuchengasse. Der Name von dem Brunnen, der heißt Beringbrunnen. Wenn man das Wort Bering hört, dann denkt man natürlich zunächst an Emil von Bering. Aber nach dem ist der Brunnen nicht genannt, sondern nach einem anderen Professor. Er war Professor für Logik und Metaphysik. Bitte frag mich nicht, was das heißt. Ja, werfen wir gerade mal so einen Blick auf dieses Gebäude, was ihr dort seht. Da steht an dem Haus geschrieben, auf den Schmitten, anno 1474. Und hinter dieser Ausschrift verbirgt sich eigentlich ein ganz anderes Wort, das heißt nämlich auf den Schmieden. Diese Bögen, die wir hier alle hier unten sehen, das waren die Schmieden. Und diese Schmieden waren verständlicherweise wegen der Feuergefahr immer vor den Toren der Stadt. Wenn hier die Stadt zu Ende war, bin ich hier auch im Moment zu Ende mit meinem kleinen Rundgang. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal bei einer Führung wieder. Dankeschön.